So, dann zeige ich dir mal, was das wichtigste Feature von Angular in 2024 ist. Aber als erstes müssen wir hierfür unsere Probleme verstehen. Wir haben hier das Problem 1. Das ist unser Viewport. Hier drin haben wir unsere Seite und natürlich eine ganze Reihe von Sektionen. Alle Sektionen und Features sind natürlich Code, den wir laden müssen. Das wollen wir nicht. Und das Ganze nennt sich Above the Fold Optimization. Wir wollen also nur die Hero Component laden, den Rest eigentlich nicht. Und wie man das Ganze machen kann, zeige ich dir mit Deferrable Views in Angular. Aber das ist nicht jedes Problem, was wir lösen können, sondern es gibt noch weitere Probleme, die wir angehen können. Unser zweites Problem ist nämlich dieses hier. Wir haben eine Cards-Component mit wiederum einer Card-Component und beide erzeugen natürlich Quellcode. Unsere Card-Component soll allerdings erst geladen werden, wenn innerhalb von Cards-Component ein Backend-Request abgeschlossen ist, also eine Expression erfüllt wurde. In dem Moment haben wir hier einen Button, da klicke ich drauf, unser Backend-Request wurde abgeschlossen und erst dann lädt unsere Card-Component. Also auch so etwas können wir mit diesem neuen Feature angehen und sehr einfach lösen. Unser letztes Problem beschäftigt sich auch wieder mit einer Komponente, diese hat einen Hintergrund Bild und hier in der Ecke so einen kleinen Like-Counter. Grundsätzlich sieht das in Angular dann so aus. Wir haben eine Card-Component und eine Likes-Component. Unsere beiden Komponenten erzeugen natürlich auch wieder Quellcode. Wir wollen aber in Zukunft Likes gar nicht erst laden, wenn der Nutzer nicht mit diesem Element interagiert. Das bedeutet, wir wollen die Ladezeit, also die 15,12 kb von likes.component.ts, nicht anzeigen, sondern erst, wenn ich mit der Maus über das Element gehe oder anderweitig mit der Komponente interagiere, soll die Likes-Component initialisiert und geladen werden. Diese drei Probleme können wir mit Angular Deferrable Views lösen und wie das funktioniert, siehst du in den nächsten Minuten. Also bleib dran. So, dann gucken wir uns mal an, was ich für dieses Tutorial schon vorbereitet habe. Wir sehen hier ein Angular 17 Projekt, in dem ich einfach drei Komponenten erstellt habe, nämlich Under the Fold 1, 2 und 3. Außerdem habe ich hier oben eine Section mit Above the Fold. Die nimmt 100% der möglichen Größe ein und wenn ich scrolle, sehen wir, dass die anderen Komponenten, mich Under the Fold 1, Under the Fold 2 und Under the Fold 3, ebenfalls 100% der Größe wahrnehmen. Das bedeutet aber, dass wir diese drei Komponenten initial eigentlich gar nicht laden wollen, weil den Code braucht der Nutzer nicht bei dem Initial Page Load, sondern erst danach, wenn er beginnt zu scrollen. Und wie wir das jetzt ziemlich einfach einbauen können, gucken wir uns jetzt mal an. So, aber wie können wir denn unser neues Feature jetzt einbauen? Das erste, was wir machen müssen, ist, wir fügen einen neuen Selector hinzu, nämlich den Defer Selector oder Deferrable View. Also wir definieren eine neue View innerhalb unseres Templates. Das nächste, was wir machen, ist, wir definieren einen Placeholder und sagen, dass wir hier eine Diffbox laden mit der Klasse Placeholder. Wichtig ist, dass dieser Placeholder in der Regel so groß sein sollte oder ähnlich groß sein sollte zu der Komponente, die ihr laden wollt, also in unserem Fall Under the Fold 1. Das hat den Hintergrund, dass wir so keinen Scrolljump produzieren, also die Situation, wenn der Scrollbalken sich verändert, weil neue Elemente in der Seite geladen werden. In unserem Fall wollen wir jetzt abschließend noch definieren, wann unsere Deferrable View geladen oder etwas machen soll. In unserem Fall sagen wir, sobald sie in den Viewport kommt. Also Angular sagt jetzt, in der Compile-Time, wenn Defer on Viewport in den Viewport des Browsers gerückt wird, dann soll Under the Fold geladen werden. In der restlichen Zeit soll dort Placeholder funktionieren. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, sehen wir, dass wir hier Above the Fold haben. Wenn ich das jetzt rauslösche und wir beginnen zu scrollen, dann sehen wir, dass hier unser Under the Fold 1 Component geladen wird, also 3,7 kb eingespart wurden beim Initial Page Load. Das Ganze können wir natürlich jetzt noch duplizieren für 2 und 3 und in dem Moment, wenn ich jetzt scrolle, laden wir erst 1, dann 2 und dann 3. Ihr seht, wie unfassbar einfach wir gerade Above the Fold Optimierung betrieben haben für unsere Angular-Anwendung. Das bedeutet, wir haben gerade jede Menge Code, potenziell großen Slider-Code oder reaktive Nachladungen von irgendwelchen Interaktionsketten, haben wir einfach in die Zukunft verschoben. Wir haben gesagt, das wollen wir jetzt nicht machen, das soll erst in der Zukunft passieren. Aber das ist noch nicht alles, was wir mit Deferrable Views machen können und was es sonst noch gibt, gucken wir uns jetzt auch mal kurz an. Und zwar, was wir auch noch machen können für das zusätzliche Verbessern unserer ganzen UI, wir können zum Beispiel sagen, dass es einen Loading State geben soll oder beispielsweise einen Error State, der etwas anzeigt, wenn unsere Komponente nicht geladen werden kann. Aber auch das ist noch nicht alles, was Deferrable Views kann. Und zwar können wir auch noch die Art der Ladezeit oder der initial Ladezeit optimieren. Zum Beispiel können wir unseren Viewport ersetzen durch Idle. Das bedeutet, es soll die Komponente laden in dem Moment, wenn der Browser gerade nichts macht. Oder wir können sagen Immediate, was bedeutet, wir sollen die Komponente laden in dem Moment, wenn der Browser nicht geblockt wird. Also genau, wenn alles passiert ist und nicht nur die Komponente in den Viewport gerückt wird, sondern wirklich, wenn der Browser nichts macht. Oder ganz klassisch können wir einen Timer definieren und hier zum Beispiel sagen, dass die Komponente nach 500 Millisekunden geladen werden soll. Oder für unseren Use Case extrem praktisch, wir können sagen, das soll bei einem View
Viewport geladen werden, aber eventuell schon pre-gefetched werden, wenn der Browser gerade eh nichts macht. Also in dem Moment, wenn der Nutzer die Seite geladen hat und sich den Hero-Text durchliest, können wir den allen anderen Code schon laden, weil der Nutzer muss das ja nicht erst laden in dem Moment, wenn er runterscrollt, sondern in dem Moment, wenn er es nicht merkt, was bei Idle genau die passende Situation wäre. Aber auch das ist natürlich nicht alles, was möglich ist mit den neuen Deferrable Views. Deswegen gucken wir uns jetzt mal zwei andere Use Cases an, die ihr ebenfalls kennen solltet. So, dann gucken wir uns mal das nächste Feature an. Und zwar haben wir hier eine Karte. Ihr seht hier, wir haben eine App Card Component. In dieser App Card Component lade ich einfach die App Card Component Content in einer Divbox. Und wenn wir uns das angucken, sehen wir, wir haben hier einfach einen Wert, den wir mithilfe der Currency Pipe zu einem Preis umgestalten. Grundsätzlich wollen wir jetzt aber auf der Ebene unserer Card HTML Component hier etwas machen. Und zwar wollen wir diese innere Card Component erst laden, wenn der Nutzer mit dieser Karte interagiert. Warum? Zum Beispiel, dieser Preis wird generisch aus dem Backend generiert. Ihr wollt Likes anzeigen, Produktempfehlungen oder irgendwas in dieser Richtung, irgendwas Rechenintensives genau auf dieses Produkt bezogen, was ihr natürlich nicht machen wollt, wenn der Nutzer gar nicht mit dieser Karte interagiert. In unserem Fall sage ich daher wieder, wir definieren uns eine Deferrable View, anschließend sage ich, wir wollen einen Placeholder und als erstes wollen wir einen Placeholder in dem Moment aktuellen Preis. Wenn ich das Ganze abspeichere und wir uns das Ganze einmal neu angucken, sehen wir, hier wird das direkt wieder geladen, weil wir noch keinen Identifier hier oben haben. Das machen wir jetzt einfach über On und dann Interaction. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, sehen wir, wir haben hier unseren aktuellen Preis und erst wenn ich auf diese Kachel klicke, in dem Moment wird unser Card Content angezeigt. Wir können das Ganze aber auch noch weiter editieren. Zum Beispiel können wir sagen, dass wir hier oben eine Reference drauflegen und an unsere Interaction eine Reference binden. Also wir beziehen uns jetzt explizit auf diese Divbox oder zum Beispiel auch, wenn ich das möchte, auf diesen Paragraph Tag. Also in dem Moment müssen wir jetzt mit dem Text hier drin interagieren. Also wenn ich jetzt hier auf den hier unten drauf drücke, passiert gar nichts. Erst wenn ich auf meinen Preis drücke, dann zeigen wir etwas an. Also wir haben jetzt eine bisschen genauere Definierung erstellt. Wir können aber weitere Nutzerinteraktionen abbilden, indem wir das jetzt wieder hier oben auf unsere Card legen und hier nicht Interaction nehmen, sondern Hover. In dem Moment, wenn wir das tun und ich jetzt mit der Maus beispielsweise hier reingehe, wird in dem Moment schon eine Interaktion ausgeführt und in dem Moment wird unsere App Card Content Component geladen. Wir können auch das natürlich wieder auf ein anderes Element schieben, zum Beispiel hier auf unseren Paragraphen und in dem Moment, wenn ich jetzt hier rüber gehe, passiert gar nichts. Erst wenn ich über den Preis gehe, kriegen wir unseren aktuellen Preis angezeigt. Auch hier findet natürlich im Hintergrund wieder, wenn ich mit der Maus hier rüber gehe, die Situation statt, dass unser Code komplett nachgeladen wird. Also auch hier haben wir diese Renderzeit in die Zukunft verschoben und unseren Code weiter optimiert und wir haben hierfür keinerlei TypeScript-Code geschrieben. Hier in der Card Component, das ist Default-Code, hier ist gar nichts drin. Das Einzige, was wir machen, ist, wir stellen uns eine Reference, einen Hover, beziehungsweise das können wir auch ohne benutzen, wenn wir uns genau auf unser Parent-Element beziehen wollen. Generell ist das auch schon alles, was es zu dieser Interaction-Geschichte gibt, aber es gibt noch ein letztes Feature, was wir uns natürlich auch angucken wollen. So, das letzte Feature von Deferrable Views möchte ich euch jetzt zeigen, und zwar, wenn ihr richtig custom werden wollt. In unserem Beispiel hier habe ich eine Komponente generiert, die Big Component, die lade ich hier in meine App Component und ich habe in der App Component eine Variable showBigContent, das ist einfach ein Boolean mit Default False und natürlich eine Funktion show, wo ich Big Component, also showBigComponent auf true setze. Das kann natürlich jede Art von Expression sein, also ihr müsst hier nicht so eine Funktion benutzen, ihr könnt beispielsweise auch darauf hören, ob ein Backend Request abgeschlossen wurde oder eine andere Condition erfüllt wird. Wir brauchen lediglich eine Condition, die am Ende irgendwann true returnt. In unserem Beispiel sage ich jetzt also, wenn ich diese Komponente laden möchte, wenn der Nutzer auf einen Knopf drückt, kann ich sagen, okay, in dem Moment definiere ich wieder unsere Deferrable View, anschließend sage ich hier when und ich sage, dass wenn showBig true ist, soll die Komponente geladen werden. Das kann ich jetzt abspeichern und in dem Moment, wenn ich hier drauf drücke, sehen wir, unsere Komponente wurde geladen und auch hier, wenn ich das Ganze lösche und neu lade und ich hier drauf drücke, sehen wir, dass unsere Component erst wirklich dann geladen wird. Also auch hier haben wir die Situation, dass wir Code gespart haben, den der Nutzer initial nicht laden muss, sondern der erst geladen wird, wenn beispielsweise ein Backend-Request abgeschlossen wurde. Wir können das Ganze aber auch hier wieder modifizieren mit zum Beispiel unserer Funktionalität Loading, wo wir sagen, in dem Moment, wenn das Ganze geladen wird, zeigen wir Lade Big Content an. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere
und ich das Ganze hier mit Slow 3G neu lade, dann können wir jetzt hingehen und zum Beispiel hier mal auf Toggle klicken. In dem Moment kriegen wir hier unsere Lademeldung und dann anschließend erst unsere Komponente, wenn diese abschließend geladen ist. Damit könnt ihr sehr custom entscheiden, wann etwas zu sehen sein soll oder wann nicht und zum Beispiel das Ganze auch kombinieren mit Slidern oder Interaktionsmethoden, die wir im letzten Kapitel ja schon kennengelernt haben. Aber habt ihr das Ganze schon genutzt? Habt ihr in der Vergangenheit Probleme gehabt mit Angular und Above the Fold oder anderen Optimierungen der Ladegeschwindigkeit? Schreibt das mal in die Kommentare. Für mich war es das wohl wichtigste Feature und es hat so viele Probleme so einfach gemacht und die Ladezeiten von Angular-Apps und Websites zu optimieren war wohl noch nie so simpel und so unfassbar mächtig, wie es gerade der Fall ist.